Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Let's Go Evoli. Die letzte Aufnahme von dem Projekt ist schon wieder gefühlt, keine Ahnung wie lange her, Digga. Ich nehme im Moment so wenig auf, das merkt man, denke ich, auch dran, wie viel online kommt. Aber ja, Es kann auch sein, dass das allgemein in den Ferien wird auf jeden Fall wieder mehr Gaming auch kommen, die ich dann bald habe. Es kann aber auch sein, dass insgesamt auf diesem Kanal der Fokus vom Gaming noch ein bisschen mehr genommen wird. Die Hörspiele sind halt der Hauptfokuspunkt. Aber natürlich gerade in den Hörspielpausen brauche ich noch was. Pokémon können unterschiedlich stark sein, selbst wenn beide den gleichen Level haben. Offenbar kann man schwachen Pokémon aber auch Bonbons geben, um sie stärker zu machen. Apropos, das ist eine ganz gute Idee. Wir haben, glaube ich, schon eine ganze Weile nichts mehr ver... Wir haben neulich erst was verschickt. Ja, okay, ich fange im Moment auch nicht viel, habe ich das Gefühl. Ja, das sind alles welche, wo ich zwei brauche. Ja, dann können wir da gerade nichts machen. Willst du deinen Kleinstein gegen meinen Kleinstein tauschen? Nee, der will mir einen Alola-Kleinstein geben. Aber ich weiß nicht, ob ich einen Kleinstein habe. Als mein Pokémon einmal vergiftet wurde, hat es sich selbst vom Gift befreit, weil es nicht wollte, dass ich mir Sorgen mache. Es muss mich wirklich sehr gern haben. Yay! Support durch behindertes Pokémon-Amigedöns. Pokémon mit hohem Level sind stark, daran ist nicht zu rütteln. Aber selbst Pokémon mit hohem Level unterliegen Typen-Nachteil. Krass. Echt. Das ist jetzt natürlich interessant zu wissen. Wir machen weiter. Vielleicht schaffen wir es heute bis zur nächsten Arena. Anfänger in Sachen Pokémon sind bei mir in der richtigen Adresse. Der Besitzer des Hauses ist gerade nicht da. Ich nutze die Gelegenheit, um daraus einen Ort zu machen, wo Trainer untereinander Infos und Erfahrungen austauschen können. Das ist schön für dich. Ich habe jetzt keinen Bock, hier mit jedem Keck zu reden. Unter anderem mit dir nicht. So, wir könnten hier drüben... Moin. Ich bin Grundbesitzer. Alles in diesem viereckigen Bereich gehört mir. Ich möchte hier bauen und lasse deshalb mein Pokémon den Boden für mich ebnen. Ja, wenn's das kann, dann why not, ne? Macht irgendwo Sinn. Ich glaube, das ist Pokémon Fanclub, ja. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas bekomme. Weil was die labern, ist mir scheißegal, aber... Von all den Pokémon, die man hier im Haus mit in so einen Korb setzen könnte. Perfekt. Ja, hier sieht man ein paar ganz coole Fotos. Eevee Supremacy. Vor dir sitzt der Vorsitz des Pokémon-Fanclubs. Mehr als 100 Pokémon habe ich bereits gefangen und kein Ende in Sicht. Wenn es um Pokémon geht, kann ich quasseln wie ein Wasserfall, also. Bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu erfahren? Ja, sehr schön, los geht's. Also mein Galoppa ist mein absoluter Liebling. Er ist so unfassbar süß, klug und sein Fell ist so glatt und majestätisch und das siehst du doch genauso, oder? Du musst nicht sagen, ich verstehe schon, es ist so. Selbst wenn es schläft, ist es ganz warm und einfach wunderschön. Ja, ich liebe es. SKO. Die Zeit vergeht so schnell, wenn man Spaß hat. Danke, dass du mir zugehört hast. Hier, nimm Zeug. Okay, wir bekommen was. Das ist ein Klamottenset. Damit kannst du dich an den Stil deines Partner-Pokémon anpassen. Dann könnt ihr im Partner-Look antreten. Ist das... Nee, das ist nicht unser erstes Outfit, oder? Ich hab keine Ahnung. Nie im Leben ist das unser erstes Outfit. Ah, ich dachte, das wäre für beide. Doch, das Sportliche ist, glaube ich, das Standard-Outfit. Und das hieße, das ist unser erstes. So, wir gehen komplett im Eevee-Look. Das macht ja irgendwo auch Sinn. Ja, macht auch Sinn in einem Eevee-Only-Run, behaupte ich. Und ich finde das Design ganz cool, also why not? Also, weiter geht's. Das Hauptsächliche, wofür wir hier sind,
ist der Bootsanlegesteg. Wir haben ja letztes oder vorletztes Mal von Bill Karten für ein Kreuzfahrtschiff bekommen, weil ist halt so. Willkommen auf der Messe, Anne. Warte, hast du überhaupt ein Ticket? Ja, von Bill, wie gesagt. Bill Gates. Oh, herzlichen Glückwunsch, du bist der 100. Passagier, der heute an Bord geht. Dafür bekommst du was. Mit diesem Fashion Outfit kann man die frische Meeresbrise gleich viel besser spüren. Das ziehe ich mir jetzt nicht an. Ich habe gerade erst ein anderes Outfit angezogen. So, Sekunde, wir müssen mal kurz dafür sorgen, dass Evoli uns toll findet. Es hat was gehört, das ist durchaus möglich. Ich hasse diese Bewegungssteuerung, Digga. Man sieht, dass das gar nicht zittrig ist oder so. Okay, das könnte auch dran liegen, dass ich einfach fucking... naja. So, freu dich, damit du glücklicher wirst. Okay, das ist irgendwie der ganze Sinn vom Freuen. Egal. Wir laufen hier jetzt noch ein bisschen weiter, bevor wir letztlich zum Schiff kommen. Jui. MSN. Was sind das für Bilder an den Wänden? Das hier rechts erinnert mich... Ich kann das nicht ganz erkennen. Das sieht ein bisschen aus wie ein Lamus, das an einem Ort sitzt, der dem PMD-Himmelstrand ähnlich ist. Das links sieht aus wie Unterwasser. Das hier sind Jurob und Jugong, das ist eindeutig und das ist ein Muschas. Ah, Günther Lohl, da bist du endlich. Danke nochmal fürs Ticket. Dieses Schiff ist echt gigantisch. Es wird nur so von Trainer. Moin übrigens. Sieh an, das ist ja Günther Lohl. Ach, und so ein Geburt auch. Wo man sich überall über den Weg läuft. Hallo Blau, machst du eine Kreuzfahrt? Nee, ich wurde nur zu der Party auf dem Schiff eingeladen. Ich mache mich aber gerade schon wieder vom Acker. Auf der Party gab's eine Menge Souvenirs zu ergattern. Hier, ich gebe euch gern was ab. Aha. Ach, eine Sache noch. Auf der Party habe ich schlimme Gerüchte aufgeschnappt. Sagt euch Team Rocket was? Ja, hab schon gegen sie gekämpft. Echt jetzt? Für dich ist eigentlich wohl ein Fremdwort, was? Also, das nicht. Aber vor diesen Typen, ja. Jedenfalls scheint Team Rocket eine gefährliche Organisation zu sein, die Pokémon ausnutzt, um Profit aus ihnen zu schlagen. Das ist ja wohl echt das Letzte. Ich werde mir die Loser mal aus der Nähe ansehen. Ihr zwei passt gut auf euch auf, verstanden? Wait, du willst mir jetzt sagen, dass er... Ich dachte, er hat was Neues über Team Rocket gehört. Nicht, dass Team Rocket existiert. Digga, Grundwissen! Ja, hier gibt's jetzt lauter Kabinen. Und hier kann man sich heilen. Irgendeine Kabine gab's, wo das ging, das wusste ich und ja. Aha. Wir werden wahrscheinlich jetzt nicht in jede Kabine gehen. Vielleicht erkennen wir hier das rechte Bild. Es sieht echt einfach nur aus wie unter Wasser. Weißt du, was der größte Luxus ist? Eine ausgedehnte Kreuzfahrt buchen und dann jeden Tag und dann den ganzen Tag in der Koje faulenzen. Ich entferne mich langsam wieder und gehe hier die Treppe runter. Ich habe keinen Bock, in jede Kabine zu gehen. Ich gehe einfach in ein paar. Für den echten Matrosen gehören Kämpfe zum Alltag. Oh. Ja gut, das Gute ist, wir haben immer noch ein overpowertes Evoli im Team. Fun Fact, das hat sich nicht geändert seit der letzten Folge. Boah, ich überlege gerade nur, die nächste Arena könnte tatsächlich ein bisschen schwierig werden, weil das eine Elektro-Arena ist und Boden haben wir nicht nur nicht, das gibt's nicht mal für Evoli. Okay, ich könnte ihm Schaufler beibringen. Aber dann müsste ich halt zurückgehen, um mir einen der Special Moves wieder zu holen. Also ich werde es erstmal so versuchen. Aber wenn es hier jetzt überall Kämpfe gäbe, dann würde ich die schon machen. Ja, also wenn das hier jetzt überall Kämpfe sind im Untergeschoss, dann
gönne ich mir. Okay, naja. Ich weiß halt nicht, was für Pokémon mich genau erwarten in der Arena. Magnetilo zum Beispiel ist ja kein Problem. Das zünden wir an. Und wir erreichen bald Level 24. Ja, er hat einfach noch ein Magnetilo. Fun Fact, das wird nicht länger leben als das davor. Die spawnen halt auch richtig. Man sieht gefühlt gar nicht, wie die Lebensleiste leer geht. So, das nächste Pokémon dürfte dann auch ein Level abgeben. Elixier. Und Hyperheiler. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Auch wenn Elixier wahrscheinlich, das ist eh so die Sorge, die ich im Moment noch am ehesten habe in der Pokémon-Liga, dass das mit den AP knapp wird. Moin. Mein Partner Pokémon Mashuk ist super stark. Es kann sogar ultraschwere Felsen, mir nichts, dir nichts verschieben. Okay, der will also gar nicht kämpfen. Ich dachte, das will vielleicht jeder hier unten, aber dann wohl nicht. Du vielleicht wieder? Das heißt wohl ja. Auch Matrosen haben Pokémon in ihrer Seite. Fun Fact, ich auch. Und meins ist stärker. Der Heinz. Ja, okay, du hast zwei. Meins ist trotzdem stärker als deine beiden zusammen. Kannst auch 2 gegen 1 machen, Digga. Ich geb dir trotzdem auch die Fresse. So. Mal wieder 2 One-Hits machen. Einfach, weil ich's kann. Und da ist, wie bereits gesagt, mit dem nächsten besiegten Pokémon das Level up. Bodycheck wird nicht besser sein als Kopfnuss. Ich weiß zwar gerade die genauen Werte nicht. 70 und 100 gegen 90 und 85 und Eigendamage. Nee, da ist mir Kopfnuss lieber. So, Quapsel wird auch nicht viel Erfahrung bringen. Schade. Jedenfalls schätze ich das nicht gerade so ein. Wir geben dem Ding einfach hier eine kurze Schelle und dann haben wir das geregelt. Ja, nicht viel. Die Kämpfe in diesem Game sind halt wirklich so spannend. Digga, ich hoffe wirklich, dass alle von euch das Let's Play nur für die Kämpfe gucken. Das Let's Play gucken tatsächlich ein paar mehr Leute, als ich erwartet hätte, muss ich sagen. Ich will noch mal gucken, was das für ein Bild da war, ob man das erkennt. Nicht wirklich, sieht aus wie irgendeine random Stadt. Naja. Weiter in das Zimmer. Hey Neuer, ich weiß ja nicht, ob du Pokémon aus dem Meer oder aus den Bergen einsetzt. Ich habe jedenfalls Pokémon nur aus dem Meer. Und das ist nicht der Carpador-Trainer in diesem Spiel, ne? Der ist doch woanders. Nee, offensichtlich nicht. Gut. Ich weiß gar nicht, ob es den in dem Teil auch gibt, der typische Trainer, der 6-mal Carpador benutzt. Aber auf jeden Fall ist er es nicht. Das ist nur ein stinknormaler Angler mit Wasser-Pokémon. Oder, wenn man es genau nimmt, gleich ohne Wasser-Pokémon. Oh, das ist mal was Neues. Es wird nicht viel bringen, aber es ist was Neues. Jui. Also. Mal wieder 2 One-Hits in Folge. Die Level gehen nicht gerade schnell hoch. Vielleicht hat er was im Mülleimer. Fun Fact, nein. Irgendwie sage ich heute sehr oft Fun Fact. Ich weiß selber nicht, warum. Ja, hier war nichts als Kabinen. Super, ich dachte, hier geht's vielleicht weiter. Naja, bisschen Kämpfe. Ich werde hier jetzt aber nicht in jede Kabine reingehen. Okay, kann man machen. Mein Knuddeluff und ich gehen immer zusammen auf Reisen.
So eine Kreuzfahrt ist wundervoll. Ja. Ja, mich juckt die Kreuzfahrt an sich jetzt nicht wirklich. Ich weiß, wofür ich hier bin. Weil wir brauchen eine VM oder eher gesagt den Ersatz, den sie sich in diesem Spiel dazu ausgedacht haben, um in die Arena zu kommen. Oh mein Gott. Ich bin der Chef de Cuisine. Der heutige Hauptgang ist Bodychecks Day. Aha. Und was macht ihr für satanistische Rituale? Ja, die machen... Ich hinterfrag's nicht. Ich glaube, wenn sie Giratina beschweren wollen, müssen sie aber in eine andere Region. Eine Glosche bewirkt, dass die angerichtete Mahlzeit länger warm bleibt. Gloschen, das sind diese silbernen Metallhauben, die man über die Teller stellt. Okay, na, das wusste ich tatsächlich nicht, muss ich zugeben. Dass die Gloschen heißen, ist mir tatsächlich neu. Hey, aus dem Weg, du Leichmann, ich meine geringen Verdiener. Ja, wir gehen einfach weiter hoch. Kommen wir einfach in den nächsten Gang. Warum stehst du hier? An Bord dieses luxuriösen Kreuzfahrtschiffs befinden sich Trainer aus aller Welt. Jeder will bei uns mitreisen. Jedes Mal, wenn wir an einem Hafen anlegen, schmeißen wir eine Party und laden Trainer ein, die mit uns feiern dürfen. Ja, ich glaube, das da rechts ist wirklich ein Lamus. Hier sind nochmal 5, 6 Kabinen. Ah, da geht's aber auch weiter. Das weiß ich auswendig, da geht's weiter. Ich habe vorhin den Captain gesehen. Er sagt, ihm sei übel. Er war kreidebleich. Ja, dem müssen wir helfen. Anscheinend werden mehr Leute seekrank, als man denkt. Kommt drauf an, was du denkst, wie viele seekrank werden, würde ich schätzen. Hast du schon mal den Go-Park bei Fuxania? Es juckt mich nicht. Da kann man irgendwie mit Pokémon Go tauschen. Ich habe Pokémon Go mal gespielt, aber na, inzwischen nicht. Oh Gott, hier sind 2 von denen. Der Wettstreit mit der Jugend hält mich fit. Ich glaube, bei mir nicht, nein. Gentleman Smith, Diggi. Mit seinem Ponita. Ich glaube allgemein so, Gentlemen, die haben oft so Ponita. Und das Schöne ist, auch das Viech wird gar nichts hinbekommen. Ja, hat dich das fit gehalten? War das schönes Training für dich? Was meinst du? Ist toll, oder? Danke für die Erfahrungspunkte. Ja, genau, was er sagt. Und du? Starke oder seltene Pokémon? Sehen wir doch mal, worauf du mehr Wert legst. Ich glaube, Evoli ist weniger selten als meins komplett overpowered. Ich meine, okay, so ein Evoli, wie ich habe, ist, wenn man es so sieht, auch selten, aber egal. Essen wir auch dein Pokémon mit Wasser. Ich kann Trash-Talken, Leute, glaubt mir, ich kann das. So, die Erfahrungspunkte gehen echt gefühlt gar nicht hoch. Von denen kriegt man aber ganz gut Kohle. Auch wenn wir die bisher gefühlt nie gebraucht haben. Oh yay, mehr Kohle. Wo ich gerade davon rede, wie dringend ich die nötig hab, ne? Dann gucken wir nochmal hier rein. Noch so einer. Ich hab schon Leute gesehen, die auf Pokémon über das Wasser gereist sind. Wer die geheime Technik Spaltschnitt meistert, kann Sträucher kleiner... Ja, auf Deutsch Zerschneider. Zerschneider auf Wish. Weil VMs gibt's in diesem Spiel nicht mehr, sondern das sind einfach irgendwelche Overworld-Moves, die das Haupt-Pokémon, das man hat, lernen kann. Hier sieht man die Bilder nochmal... Ja, das kann mir keiner was sagen, dass das irgendwas Größeres darstellen soll. Obwohl die Silhouetten sehen ein bisschen aus wie Sedra. Ja. Ja, das letzte Bild ist nicht mehr da, aber wir sind jetzt auf jeden Fall vorne und Evoli hat Bock. Ist aufgeregt. Es will sich weiter vorne auf dem Schiff umsehen. Ja, dann
müssen wir wohl erstmal Matrosen zusammenschlagen. Was ist denn das für ein Service? Naja, Jurob kriegt auch auf die Schnauze. Die Kämpfe werden heute nicht mehr spannender. Fun Fact. Und wir machen weiter. Oh, meins mit einem etwas problematischeren Typen für mich. Das... Oh, ich wollte gerade sagen, können wir vielleicht sogar nicht one-hitten und konnten wir auch nicht. Wenn es jetzt seinen Zug noch irgendwie halbwegs sinnvoll genutzt hätte, war dieser Infos-Button da schon immer wirklich on wait. Ach so, vom Energiefokus. Ah, wow. Wow, und hier kann man auch nochmal seine Attacken ansehen. Ja, einfach nochmal Kopfnuss. Sehr taktischer Kampf. So, mein Evoli will vorne ans Schiff, also lässt du mich das jetzt? Oder muss ich dich noch über Bord schmeißen? Danke. Ja, Titanic. Wenn ich jetzt singen könnte, würde ich, aber... Auf jeden Fall ist Evie happy. Und hier ist noch ein Matrose, der auf die Fresse will. Ja, was ist denn das für ein Kreuzfahrtschiff? Man läuft da drauf und jeder Matrose kommt auf einen zu. Hey, willst du Stress? Digga, was ist denn das für ein Service? Und wir hatten vorhin schon einen, der hatte einen Level 18 Quapsel und noch ein anderes Pokémon, also... Schwerer werden die auch nicht gerade im Moment. Läuft auf jeden Fall. Da können sie auch gleich aus dem Weg gehen. Vielleicht schaffen wir noch Level 25 heute. Obwohl, nee, uns fehlt auf dem Schiff noch ein Kampf und nach dem Schiff will ich beenden. Zumindest, soweit ich weiß, fehlt nur ein Kampf. So, hier waren wir ja bereits und jetzt können wir hier rechts lang, wo ich gerade schon sagte, geht's weiter. Hey, Günther Lohl! Da muss die Kabine des Captains. Wenn du fragst, bringt er dir vielleicht die geheime Technik bei, für die er bekannt ist. Ja, deswegen müssen wir hier hin. Gerade sah er leider gar nicht gut aus. Er scheint seekrank zu sein. Aber wir suchen trotzdem. Ah ja, bevor du hochgehst. Ja. Es gibt noch einen Kampf. Ich hätte jetzt fast gesagt, er ist eher ernst zu nehmen als die anderen heute. Definitionssache, hier werden wir wahrscheinlich drei Pokémon one-hitten anstatt zwei oder einem wie dem Rest der Folge. Na dann. Level 20 tatsächlich. Krass. Töten wir es. So, ich glaube tatsächlich, das ist nur eine Theorie, dass der Kampf auch nicht schwer wird. Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil... Oh, jawohl, das ist gut Erfahrung. Da bekomme ich vielleicht doch noch das Level ab. Ja, 21er Pikachu könnte schon etwas knapper werden. Das heißt, wir one-hitten es nicht ganz so deutlich. Ah, das wird aber knapp mit dem Level ab. Ich glaube nicht, dass Myrapla so viel gibt. Und was habe ich eigentlich über dieses Mal one-hitten wir drei Pokémon gesagt? Ich hatte recht. Ah, ganz knapp. Ganz knapp nicht das Level up. Das hole ich mir aber dann noch vor dem... Ja, so hast du es verdient zu gucken. Du hast wirklich schwer was auf dem Kasten, Günther Lohl. Naja, das Leben geht weiter. Also lass dir dem seine Scheiße beibringen. Yay. Yeah. Ich Evie, lass mich mal lesen, Digga. Ich will Let's Playen.
Da stand Eevee es nach dem Wiedersehen mit den Pokémon von Sohn Geburt gut gelaunt. Also ihr seht, Eevee ist ein Psychopath und mag Massaker. Verständlich. So, mal gucken. Ich habe hier ja ein, zwei Kabinen nicht abgearbeitet. Vielleicht kämpft in einer noch wer, dann kann ich mir das Level-Up noch holen. So, du nicht? Irgendwo finde ich doch bestimmt noch wen, der kämpfen will. Jawohl. Der da. Und dass ich hier nicht genug Erfahrungspunkte bekomme, kann mir keiner sagen. Da hat zwar nur ein Pokémon, aber mir fehlen... Ja, und es ist nur ein Carpador, aber mir fehlen halt irgendwie 5 Erfahrungspunkte gefühlt. Es müsste schon reichen, ja. Überraschenderweise ist gerade meine Elektroattacke von den AP relativ knapp. Was ein Wunder auf dem Schiff, wo es fast nur Wasser-Pokémon gibt. So, 71 Erfahrungspunkte reichen für Level 25. Und ich würde auch sagen, den Captain besuchen wir dann doch erst nächstes Mal. Bei der nächsten Folge von Pokémon Let's Go Evoli, bei der wir dann auch potenziell vielleicht die schwerste Arena des Runs sehen. Könnte zumindest sein, weil es, glaube ich, die einzige ist, gegen die wir nichts sehr Effektives mitnehmen können. Naja, wir werden's sehen. Bis dann und ciao.